Jo Leute und herzlich willkommen hier wieder zu einem Vlog. Wir werden mit Tobias, hi. Er ist extra aus Hamburg gekommen, nur um mich einmal zu sehen, ne, und einmal Hallo zu sagen. Er bleibt bis Sonntag. Ja, ihr werdet wahrscheinlich die ganze Woche ein paar Videos sehen, wie wir hier ein bisschen Making-of machen und sowas, hier mit dieser GoPro-Kamera. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles ein bisschen besser eingerichtet. Hoffe ich auch. Ja, wir werden auf jeden Fall heute uns ein bisschen anschauen, was wir irgendwie zum Film benutzen können, welche Orte und sowas. Ich zeige dem Tobias jetzt erstmal alles. Und ja, dann werden wir mal sehen, was wir für einen Kurzfilm benutzen. Denn Tobias und ich wollen einen kurzen Kurzfilm machen. Einen kleinen, schönen Kurzfilm. Nur wir beide. Keine Ahnung, wie lang der wird. Auf jeden Fall werden wir auch Cinematics ganz viele machen. Wir werden auch zum Jump House und sowas. Also es erwartet euch ziemlich viel. Und übrigens... Da hinten, also das da hinten ist der komplette Wald. Das da? Ja, ja. Das ganz große Ding. Das ist ein Wald? Ja. Für mich ist das wie eine Insel. Es ist auch sozusagen eine Insel. Was hat gepiepst? Ah! Oh! Fuck! Das tut weh! Hier war letztens, da war ich mit Simon hier, im Winter. Winter, Herbst. Das hat Dorn, pass auf. Oh mein Gott. Im Winter, Herbst. Und da war auf diesem großen Baum da hinten, ne? Irgendwelche ekelhaften Blubbels dran. Das war so ekelhaft. Daniel lassen wir allein im Wald zurück und gehen. Das ist eigentlich so die grobe Idee. Und die werden wir auch genauso umsetzen. Nur ohne Kamera, das schon. Das ist meine Kamera. Mein Mikrofon. Ich weiß nicht wieso, aber in der Nacht ist es irgendwie immer viel geiler, als wenn man im Park irgendwie filmt oder sowas. Also Sonnenuntergang, perfekt, Nacht, perfekt. Wir haben eben so einen geilen Shot gemacht. Das werde ich einfach gleich mal laufen lassen, wenn ich das darf. Darf ich das? Ja, gut. Den haben wir so gut hinbekommen. Einfach mal aus Zufall. Das ist schon Wahnsinn. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gleich erstmal essen, ne? Bevor wir weiter filmen, oder? Wow, wir sind jetzt echt gerade nass geworden. Es hat einfach angefangen zu regnen. Ja. Einfach so. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, wir wollten eigentlich nur Döner essen gehen. Ja, die Kamera ist ein bisschen nass geworden, aber ja. Ist alles noch gut, heile. Hoffen wir mal. Ja. Wir müssen noch zum Dönerladen. Blöder Regen. Oh mein Gott, es wird immer stärker hier. Scharf oder scharf? Scharf, ne? Aber nur ein bisschen. Aber das ist auch geil. Geh mal einfach nach vorne. Das sieht richtig krass aus. Nur nach vorne? Aber nur nach vorne gehen. An der Motorhaube das aufzunehmen. Schauen, ob das klappt. Aber ein Typ scharf auf der Motorhaube. Ja? Boah, ja. Alter. Das wird der geilste Shot. Das wird noch geiler. Sollen wir auf dem Auto warten? Geiler Shot. Das ist richtig geil. Oh. Kann ich mal kurz ziehen? Ja, ich freue mich sowas von aufs Schneiden gleich. Ja, das wird richtig geil. Aber die Szene mit diesem, das war echt geil. Leute, wenn ihr das auch so mögt, ja, so Filmen und sowas, geht einfach mal draußen nachts in eurer Lieblingsstadt oder Homestadt City oder sowas, filmt dann einfach mal
und dann holt einfach mal die ganzen Shots raus. Das ist ultra geil. Auch bei Regen. Einfach mal Risiko eingehen.